Ja, da ist doch der Kegel. Seht ihr da? Da, da. Da, siehst du, war doch ein Kegel. So, Vater hat mir gesagt, wir wollen nochmal gucken, wo der Chinamann ist, ne? Der mit seiner komischen Mütze. Sparen wir uns das runterklettern. Ja. So, Chinamann, wo bist du? Den hatten wir schon mal gesehen. Der da irgendwo in der Ecke rumlungerte. Da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. So, wie können wir hier vorbeilaufen? Da war der Typ, der auf uns gewartet hat. Mit der Goldkette, ne? Ja. So, ja. Und der Karton ist bestimmt dafür da, dass er ihn denn da ja, sich reinschmuggeln mit uns. Okay. So. Tipsel, Tipsel. Ey, ich stelle mir kein Bein. Vielleicht hier unten nochmal gucken. Ein Geräusch. Der mich schon wieder beobachtet, ne? Ah, hier ging es ja durch und dann versteckt. Okay. Wenn ich den Weg finde, wenn wir mal verfolgt werden, hier diesen Versteck. Da ist doch, ne? Scheinermann, da muss er hier irgendwo in Erinnerung sein. Schauen noch mal. Wir schauen noch mal. So, da. Also ich sehe da immer ein Stehen und rote Schrift. Rote Schrift an der Wand. Hier drinnen? Ist immer alles durcheinander. Oh. Die Lido ist aufgrund der Pandemie-Beschränkung geschlossen. Bitte nicht betreten. Jeder Verstoß gegen die Regeln kann zu einer schweren Gefängnisstrafe führen. Alter, mach doch mal dein Gejaule aus hier. Okay. Haben wir angemacht gehabt, ne? Mit Ledoc können wir nicht sprechen. So. Da irgendwie hoch. Hat er was Neues zu sagen? Okay. Ach, mal wieder Schnurr, ne? Oh, was ist? Tränen in die Augen? Echt? Zeig mal. Oder ist er eher überrascht, was wir hier machen, wa? Okay, so. Auf. Da ist Scheinermann. Wenn der Terre das richtig deutet, ne? So, und dann irgendwas mit roter Schrift. Hatten wir hier schon mal geguckt? Kommen wir da rüber? Da ist doch auch ein Eimer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, von da unten sind wir gekommen. Da muss das ja hier irgendwie wieder rausgehen. Düt, 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 düt.
Hier ist er. Habe ich nicht gerade was gesehen? Ich glaube, dahinter hat irgendwas geblinkert. Kommen wir da hier von hier hoch? Nee. Aber ich glaube, hier hinten habe ich gerade was gesehen, was so erinnerungstechnisch aussah. Oh, halt sogar schön. So, wie kam jetzt nochmal dahinter? Ja, einfach hier rum, ne? So. Nee, hat getäuscht, schade. Glückskatze. So. Oh. Die Bonobot haben wir schon gesprochen. Okay. Den hat's getäuscht. Das sah so aus, als wenn hier was gewesen wäre an der Stelle, wo ich gerade hinkomme. So, wir gucken uns doch nochmal an. Im grünen Knopf sehe ich immer den Scheinermann. 56, immer mit 56 stand da. So viele Erinnerungen, ja. Verwirrte Erinnerungen. Ich springe jetzt mal überall noch hoch. Hier ist noch ein Loch, warte mal. Kommen wir da? Hier rauf. Ja, rauf. Vielleicht kommen wir hier durch. Das haben wir gelernt. So. Ah, wir können hier bloß pennen. Hier können wir nichts machen. Schade. Aber ich habe eine bessere Aussicht. Guck mal da. Der Eimer, der führt da irgendwie. Aber kommt da hin? So. Sieht auch nicht so aus, als hier im Welt die Fenster offen sind. Da ist der Chinamann. Da. Ich sag mal, Chinamann. Vietnamesenhut ist das ja, ne? Guck mal, das sind Treppen. Aber kommen wir hier auf das Gitter oben lang gelaufen? Darf man da vielleicht die Treppen hochgehen? Ob das überhaupt was bringt? Ist irgendwo ein offenes Fenster? Och ja. Aber vielleicht müssen wir auch von hier aus runter. Nee, macht er nicht. Das A war bloß hier nach oben, ne? Ja. Okay. Ja gut, eine Katze würde auch nicht über so ein... Da war aber... Kurutsche. Aber vielleicht kommen wir hier vom Gitter aus. Nee. Ja, na, keine Katze will über den Maschendrahtzaun laufen. Aber vielleicht können wir rüberspringen. Da, wo die Plane ist. Geht das hier irgendwo runter? Vielleicht müssen wir auf... nein! Auf den da hoch. Wird ja nicht umsonst angezeigt, so viel hier mit hochspringen und so. Da kann man schon vorstellen, dass es hier irgendwie. Nö, doch nicht. Mann, ich war so zuversichtlich gerade, dafür da irgendwie.
hinkommen. Da gehst du runter, immer runter, ja, runter, hoch, runter, runter. Nee, wir kommen da nicht rüber. Ich wäre gerne hier von Plane zu Plane gesprungen. Aber scheint wohl nicht zu gehen. Na gut. Was war das mal für eine Zahl? Moment. Jetzt kommt keine Zahl. Na, irgendwas mit roter Schrift und Zahlen. Okay. Ja gut, ich dachte, der wäre hier oben. Aber anscheinend nicht. So. Ja, da waren wir schon. Ist natürlich jetzt, ne? Rote Schrift. Ich komme hier nirgendwo hoch. Nee. Ja gut. Die Plane hängt da unten. Kommen wir hier irgendwie auf dem LKW? Und dann, ja. Das war's dann auch schon. Kommen wir hier durch? Aber das ist auch kein Loch. Da kommen wir eh nicht hoch, ne? Ne. Scheint gesperrt zu sein da oben. Okay. Hier ist eine Tür. Eine große, große Tür. Ha. Suche, so wirst du finden. So, der quatscht immer noch mit seinem Sohnemann. Elk? Elk? Ich habe dir schon fünfmal gesagt, Josh, dass du so nicht rumlaufen darfst. Das ist gefährlich. Hey, so einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Du siehst so flauschig aus. Ja. Okay, was macht er? Josh redet nicht mit uns. Okay. So, rote Schrift, rote Schrift. Ich könnte wetten, ich übersehe wieder irgendetwas hier. Ist hier irgendwo auch nochmal ein Loch? Weil die können ja auch hier hochspringen. Aber das war's auch schon. Außer wieder runter, aber hier ist nichts zu sehen. Hm. Warum kann sie hier... Hier kann sie auch nochmal hochgucken. Die wollen uns doch verkackeilen oder verwöhnen. Und das ist auch, glaube ich, der einzige, der einen China-Hut auf hat, ne? Hier so ein Japan-Hut. Japan. Vietnamese. So. Der hat auch noch einen Hut auf, aber der steht ja nicht, ne? Außer hier beim Geschäft. Aber ist hier irgendwo rote Schrift? Kommen wir hier auf die Dächer? Kommen wir da rüber? Waren wir da schon mal? Das weiß ich gar nicht, ob wir hier schon mal waren jetzt direkt. So. Aber ich glaube, hier haben wir auch schon mal geguckt, ne? So, kamen. Ne, das komische Krise da unten, das ist es nicht. Da. Ne, das ist bloß ein Loch im... Loch im Frack, Dings. Ja, sorry Leute, aber, ne?
Gott verdamme ich, Junge. Rüberspringen ging auch nicht, ne? Ne. Geht nur runter. Ja, bei denen kam man auch nicht rein. So. Scheiner. Er sagt man stimmt, ist auch nichts Neues, ne? Ja, hau ab. Ja. Wir hauen ja schon ab. So, jetzt laufe ich wieder hier lang. Plitsche Platsche. Aber da haben wir schon geguckt. Jetzt gehen wir mal hier wieder lang. Das ist doch mit Sicherheit irgendwie der, so ein Hintereingang hier irgendwo. Ganz böse versteckt. So, die sind immer noch am Ausladen. Na, so eine Roboter möchte ich nicht haben. Die Ewigkeit brauchen, um hier auszuladen. So. Da ist wieder der Innenhof. Aber da war ja auch kein Chinese bei, ne? Da ging es Richtung Atombatterie. Ja. So. Jo, Beat. Mach den Beat an, Alter. Ist vielleicht noch auf irgendeine Etage noch so ein... Nein, hier nicht. Da. Ein altes, klappriges Fahrrad. Oh. Bei Clementine haben wir noch nichts gefunden, ne? Da haben wir ja auch schon mal alles abgecheckt. Müssten wir eigentlich nicht mal rein. Aber wie gesagt, das war ja auch so ein Typ mit einem vietnamesischen Helm. Helm. Naja, Kopfbedeckung. So, da ist Clementine. Aber die hat bestimmt auch noch nichts Neues, ne? Sie hat keine Erinnerung oder hatten wir hier schon eine gefunden gehabt in der Wohnung? Mal gucken. Ich vergesse halt immer so. Prüfedaten abgeschlossen, okay. Erinnerung zeigen. Interessant zu sehen, wie Roboter die Arbeit und das Verhalten der Menschen nachahmen. Okay. So. Friseursalon, okay. Das war die Hütte, die wir im Phone gerade gefunden hatten. Oh, das war ja vor, ne, Clementine. Das suchen wir. Sehr, sehr schlecht zu sehen. Hier fliegen so viele Staubflocken her. Können wir da rüber? Bisschen Chaos stiften? Nee. So, jetzt sitzt sie hier immer noch, ne? Aber können nichts machen. Nee. Können wir uns das nochmal angucken?
So, da müssen wir rein, die Atombatterie holen. Ja, ich kann da alles auch so gut lesen. Ist das ein Hinweis hier mit dem Plakat? Dass wir da nochmal gucken sollten? Da hängt auch ein Schlüssel. Können wir den nicht nehmen? Hey, ich finde den Schlüssel. Hallo, Schlüssel. Gib mal den Schlüssel. Nee, geht nicht. So, da hatten wir hier das Hängeplakat. Gesucht, tot oder lebendig. Hm. Okay. Kommen wir durch die Tür durch? Oder ist die Tür tabu? Die ist tabu. Wir dürfen nur, als Katze dürfen wir hier nur durchs Fenster. Hier oben ist aber nichts, ne? Na, runter. Okay, okay, okay. Also die Erinnerung, die haben sie immer echt schwer versteckt. Muss ich ja mal sagen. So, sind wir bei unserem Beat-Kollegen. Bam, 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 bam. Hier sind doch auch Lüftungsschächte. Okay, die rote hat nichts zu sagen, weil da, ne? Pieker sind, da kommen wir eh nicht hoch. Das war der Friseur. Da waren wir ja schon drin. Da haben wir ja schon die Erinnerung her. Hallo, Kollege? Kollege? Ja, ich mache hier noch kurz noch mal eine Runde. Aber ich glaube nicht, dass wir sie finden werden. So. Ich liebe es, wenn hier auf die Schnauze fällt. Ja, nun mach. Mach nun mal. Ich will kuscheln. So, der Türsteher und da ist der, dem wir da die Kleidung geben müssen, ne? Aber ich bin mir nicht sicher, wenn wir es machen. Geh und hol mir eine Arbeitsjacke und einen Arbeiterhelm, damit wir reinkommen. Ach, wir haben noch. Ach, einen Helm sollen wir noch holen. Okay. Perfekt, die Jacke ist genau das, was wir brauchen. Ich brauche noch einen Arbeiterhelm. Hast du auch so einen gefunden? Moment. Aber im Geschäft, da war doch kein Arbeiterhelm, ne? Im Hutgeschäft. War doch hier um die Ecke. Genau. Hallo, Freund. Nee, geht nicht, okay. Da. Ah, doch. Ach, deswegen ist das hier, okay. So, keiner gesehen, wir können wieder zu ihm zurück. La, 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 la. Finde jetzt ein Arbeiterhelm. Mit dem Sicherheitsdienst ist nicht zu spaßen. Haben wir doch, bleibt mal ganz ruhig. Hervorragend, dieser Helm wird ausreichen. Gott, ich ziehe mich jetzt an. Kannst du dich umdrehen? Nö. Stell dich mal nicht so an. Echt? Und mich echt umdrehen? Ja, sie stiert auch, ne? Wir stieren auch. Oder? Nee, doch nicht. Wir müssen nicht uns umdrehen. Die sind klasse, ein bisschen eng an der Taille. Aber es wird schon gehen. Okay, ich springe in die Kiste und ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Huh. Okay. So.
So, das ist die letzte Möglichkeit. Jetzt nochmal zu gucken. Oder wir können später nochmal. Ich weiß es nicht. Naja, da müssen wir halt verzichten, ne? Sonst, ich kann hier stundenlang durchforsten. Für euch ist es auch langweilig, also. La 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 la, schön im Karton. Yay! Das ist Torkontrolle oder was ist das hier? Okay. Ja, hat ein Kollege vergessen. Soll ich noch nachreichen? Hm? Alles klar? Gut.